Grand-Prix-Premiere 1978 auf europäischem Boden. Schauplatz ist das berühmte Fürstentum von Monaco an der Côte d'Azur. Grüß Gott, liebe Zuschauer in Österreich, meine sehr geehrten Damen und Herren, liebe Motorsportfreunde. 36. Großer Preis von Monaco. Heuer der 5. Lauf zur Automobilweltmeisterschaft der Formel 1. Und wie gesagt, der 1. auf europäischem Boden. 2:2 steht nach den ersten 4 Läufen der Zweikampf zwischen Lotus und Ferrari, zwischen Goodyear und zwischen Michelin, zwischen 8-Zylindern und 12-Zylindern. Hier das Fürstenpaar bei der Begrüßungsrunde. Ein internationales Publikum, wie immer beim Grand Prix von Monte Carlo. Ein kleiner Auszug aus der Starliste: Ringo Starr, Joel Brünner, der Filmschauspieler, dann eine der Kennedy-Töchter. Natürlich sehr viele Skirennläufer, wie immer angeführt von Franz Klammer, Werner Christmann, Abfahrtsweltmeister Sepp Walcher natürlich, Weltcupsiegerin Hanni Wenzel und so weiter. Das ist das berühmte Casino von Monte Carlo, links im Bild und im Hintergrund rechts das berühmte Hotel de Paris. Die Fürstenfamilie ist natürlich mit den Vorbereitungen für die Hochzeit der Prinzessin Caroline beschäftigt, die, ich glaube, Ende Juni stattfinden wird. Hier haben Sie ein Modell des klassischen Straßenkurses von Monte Carlo, kurz im Bild gehabt, aber wir sehen den Kurs ja noch öfter, insgesamt 75 Runden lang. Das Wetter nicht sehr sommerlich hier an der Côte d'Azur. Der große Preis von Monte Carlo ist auch ungewöhnlich früh heuer angesetzt, Anfang Mai, normalerweise Ende Mai oder Anfang bis Mitte Juni. Alle Trainingssitzungen haben hier bei Trockenheit stattgefunden, auf trockener Bahn. Und die Befürchtung, dass es wieder einmal einen Regen-Grand Prix in Monte Carlo geben könnte, wie schon 1972, als Jean-Pierre Beltoise auf BAM gewonnen hat, diese Befürchtungen scheinen sich Gott sei Dank nicht zu erfüllen, aber der Himmel ist recht dunkel. Das ist der Tunnel, der im Lauf der letzten Jahre ausgebaut und immer größer geworden ist. Früher war er finster und auch wesentlich kürzer. Es war früher sehr gefährlich, weil die Fahrer kaum Ölflecken gesehen haben, die auf der Rennstrecke waren. Die Yacht des Millionenräders Niarchos rechts unten im Bild. Eines dieser Schiffe gehört auch dem austrokanadischen Ölmillionär Walter Wolf und eines der Segelboote dem deutschen Rennfahrer Jochen Maas, der sich für den heutigen Grand Prix nicht qualifizieren konnte. Aber er ist damit in prominenter Gesellschaft. Auch Pere Gazzoni, der Rundenrekordhälter von Monte Carlo, und der Italiener Vittorio Brambilla, der vor 3 Jahren in Österreich gewonnen hat, nicht qualifiziert, genauso wenig wie der Monte Carlo-Spezialist Jean-Pierre Jarier, der hier schon einmal Dritter war. Die nicht qualifizierten, also Maas, Regazzoni, Jarier und Brambilla, im Vortraining am Donnerstagmorgen waren bereits 6 Fahrer ausgeschieden. Rosberg, Deli, Arnoux, Rebacke, Langer und Merzario. Es gibt keine andere Grand Prix-Strecke, die sich im Laufe der Jahre so sehr verändert hat wie Monte Carlo. Neu zum Beispiel ist seit einigen Jahren diese sogenannte Schikane unten am Schwimmstadion der Linkskurve, die fürs Trainier gleich passieren wird. Jetzt an dieser Stelle hatte Niki Lauda in den vergangenen Jahren 2-mal leichte Stolperer im Training. Diesmal ist Niki Lauda eine Radaufhängung gebrochen im 2. Training am Donnerstag. Trotzdem hat er die 2. Zeit geschafft hinter Carlos Reutemann, wurde erst gestern in der vorletzten Trainingsrunde von seinem Brabham Alpha-Teamkameraden John Watson um 1/100 Sekunde geschlagen. Also Reutemann auf dem 1. Startplatz, Ferrari, Watson auf dem 2., Lauda auf dem 3. Die Wagen, das werden Sie gleich sehen, werden gestaffelt aufgestellt, also nicht in Zweierreihen. Nummer 4, Patrick Depailler, einer der Lieblinge des Publikums. Er hat die klassische Karriere französischer Rennpiloten hinter sich. Formel 3-Sieger hier in Monte Carlo 1972 und hier im Formel 1 Grand Prix schon einmal Dritter. Nummer 12, Gilles Villeneuve im 2. Ferrari. Er war der Sensationsfahrer von Long Beach, wo er bis zur halben Distanz geführt hat, bis er dann beim Überrunden mit dem Schweizer Kleriker Zoni zusammenstieß und ausscheiden musste. Das Fürstenpaar hat seine Begrüßungsrunde absolviert. Internationales Publikum, wie gesagt, man schätzt auf heuer weit über 100.000 Zuschauer.
davon auch tausende Fans aus Österreich. Fürst Renier und Fürstin Grazia Patricia im Gespräch mit dem Protokollchef. Das ist der Vorjahrssieger Jody Scheckter, nicht mit dem neuen Wolf WR5, der im Training viermal Getriebeschaden hatte, und zwar ist jedes Mal der zweite Gang gebrochen. Jody Scheckter fährt doch mit dem alten Wolf WR1. Das ist im Grunde genommen das gleiche Auto, mit dem er hier im vergangenen Jahr gewonnen hat. So ein großer Sieg damals für Walter Wolf und auch für Scheckter, der ja im Fürstentum ansässig ist, aus Steuergründen, wie so viele andere prominente Sportler, wie Regazzoni, wie auch Jochen Maas, wie Ronny Peterson oder natürlich auch der berühmte Tennisspieler Björn Borg, zweifacher Sieger in Wimbledon. Scheckter also mit dem alten Wolf WR1. Vize-Weltmeister im vorigen Jahr, heuer noch ohne Punkte in der Weltmeisterschaft. Dreimal ausgefallen und einmal Zehnter. Elton Jones war der Sensationsfahrer von Long Beach. Nummer 8 Patrick Sandé in McLaren. 6 Ronny Peterson, der heuer schon in Monte Carlo gewonnen hat. Jean-Pierre Jabouille mit dem Renault Turbo. Die Fahrer gehen noch auf eine Tour de Reconnaissance, um sich noch einmal mit den Streckenverhältnissen vertraut zu machen. Die Strecke in keinem anderen Zustand als heute Vormittag beim inoffiziellen Training mit vollen Tanks, bei dem Niki Lauda Bestzeit gefahren hat vor Jody Scheckter. Und das ist jetzt ein großes Erlebnis für uns alle. Eine Monte. Avenue des Belüg hinunter zur Mirabeau-Kurve, also nach dem Casino. Waffenarsenal der Reifenfirmen, links im Bild die gerichteten Regenreifen, rechts die profillosen Slicks. Die amerikanische Reifenfirma hat über 2000 Reifen nach Monte Carlo gebracht, um die Herausforderung durch die französischen Pneus abzuschlagen. Es ist nicht gelungen. Carlos Reutemann auf Ferrari, Trainingsschnellster wie schon in Rio de Janeiro, wo er mit einer Minute Vorsprung gewonnen hat. Jean-Pierre Jabouille, Nummer 15. Bisher 4 Grand Prix Rennen, die Ergebnisse wissen Sie sicherlich. Argentinien, erster Andretti auf Lotus,
dann Brasilien, erster Carlos Reutemann auf Ferrari, zuletzt in Südafrika Ronnie Peterson, das dramatische Rennen mit 5 verschiedenen Spitzenreitern, Ronnie Peterson auf Lotus, und dann das nicht weniger spektakuläre Rennen von Long Beach in Kalifornien, wo Carlos Reutemann gewonnen hat, allerdings erst nach Ausfall von Gilles Villeneuve und nach Problemen des Fahrers, den Sie hier sehen, Alan Jones im Frank Williams Auto, gesponsert mit arabischem Geld. Und zwar unter anderem zum Teil direkt von der Herrscherfamilie. Noch einmal ein Blick auf Schecters Wolf. Die Wagen am Start, wie gesagt, gestaffelt. Erster Reutemann, zweiter Watson, dritter Lauda, vierter Andretti, fünfter Depailler, sechster Hunt, siebenter Peterson, achter Villeneuve, neunter Schecter, zehnter Jones, elfter Tom B., zwölfter Javui, dreizehnter Pironi, vierzehnter Patrese, fünfzehnter Lafitte, sechzehnter X, 17. Stuck, 18. Keegan, 19. Stommelen und 20. und letzter der qualifizierten Fittipaldi. Im Bild Gilles Villeneuve Nummer 12. Ronnie Peterson mit dem Lotus 78, Kialami-Sieger, Trainingsunfall, wie gesagt, am Donnerstagvormittag. James Hunt, der in Monte Carlo noch nie ins Ziel gekommen ist, heute nicht ganz gesund, Magenbeschwerden und heftige Kopfschmerzen. Der McLaren war auf Straßenkursen wie Long Beach oder Monte Carlo eigentlich nie besonders gut. Das ist der Franzose Patrick Depailler. Er hat hier vor 3 Jahren Rundenrekord gefahren, liegt momentan in der Weltmeisterschaft ex aequo mit Ronnie Peterson an dritter Stelle. Sie wissen sicherlich die Wertung. Reutemann und Andretti, den Sie hier im Bild sehen, mit je 18 Punkten in Führung. Dann Depailler und Peterson je 14 und fünfter Niki Lauda mit 10 Punkten. Einmal zweiter, einmal dritter in den Südamerika-Rennen. Andretti war bei allen 4 Läufen dieser Saison im Ziel. Voriges Jahr hier fünfter gewesen. Der Lotus 78 wird von den meisten Experten als zu groß angesehen für den engen Stadtkurs in Monte Carlo. Aber Andretti hat schon im Training gezeigt, dass mit ihm heute sicherlich zu rechnen ist. Seine Fahrweise ist sicherlich aggressiv genug, um vorne mitzumischen, möglicherweise aber zu aggressiv. Und das ist Niki Lauda, der im Training Dritter war, eine Hundertstel Sekunde hinter John Watson, im Gespräch mit Herbie Blech, dem Stellvertreter seines Teamchefs Bernie Ecclestone. Frage, Teamtaktik bei Brabham Alfa Romeo, wie immer keine Taktik. Wer von beiden, Watson oder Lauda, den Start gewinnen wird, der wird zunächst vorne bleiben und wird vom Teamkameraden erst dann überholt werden, wenn er in Schwierigkeiten kommt oder langsamer wird. John Watson war voriges Jahr hier Zweiter im Training. Entschuldigung, Pole Position, heute natürlich Zweiter, voriges Jahr Trainingsbester. Watson hat sich voriges Jahr am Start von Jody Scheckter überraschen lassen. Ja, und das ist der Trainingsschnellste. Carlos Reutemann, der 36-jährige Argentinier. Er ist im Blick der Favorit für den Weltmeisterschaftssieg 1978. Ein relativ sensibler Fahrer, der aber mit der Aufgabe wächst. Und wenn Reutemann im Training Erfolg gehabt hat, dann fährt er im Rennen zumeist eine Klasse stärker. Prognose von Bernie Ecclestone, Reutemann wird vom Start weg vorne wegfahren und wenn der Ferrari hält, dann wird er vermutlich auch gewinnen. Reutemann bis jetzt in Monte Carlo 5-mal gestartet, 2-mal durch Kollision ausgeschieden, einmal mit Peterson und Jones, einmal Motorschaden, einmal 9. und voriges Jahr nach einem sehr guten Rennen 3. Der große Preis von Monte Carlo geht über 75 Runden, a 3,312 Kilometer, Gesamtdistanz 248 Kilometer. Den Rundenrekord hält Claire Gazzoni, aufgestellt vor 2 Jahren mit 1,3028. Und die Fahrer schalten hier pro Runde im Durchschnitt nicht weniger als 23 Mal, das macht über 75 Runden, 1725 Schaltmanöver. Niki Laudas rechte Hand war beim Skifahren verletzt worden, und zwar ist ihm die rechte Daumensehne gerissen. Diese Verletzung schmerzt Niki Lauda nicht mehr, dafür tut ihm jetzt die linke Hand weh, weil er klarerweise im Training die verletzt gewesene rechte Hand geschont hat.
11 Reutemann, 2 Watson. Dahinter 1 Lauda, 5 Andretti. Eine Runde wird in Formation gefahren und dann erst wird der eigentliche Start erfolgen. Jetzt können wir uns also noch einmal die Strecke von Monte Carlo anschauen. Das ist die zweite Rotschikane. Seit Devot, dann die Auffahrt zum Casino. Vierter, fünfter Gang, 220. Wie gesagt, ist dort oben die Geschwindigkeit. Dritter Gang, die Linkskurve vom Massenet und dann die Casino-Kurve, die steil abschüssige Passage hinunter zur Mirabeau-Kurve, wo die Bremsen sehr stark beansprucht werden. Dann die Spitzkehren, das ist die alte Bahnhofskurve. Wird klarerweise im ersten Gang gefahren, genauso wie die nächste Kurve, Hafenkurve. Im Bild sehen Sie grafisch die Startaufstellung, also Reutemann, Watson, Lauda, Andretti, Depailler, Hunt und so weiter. Wie gesagt, nicht in Zweierreihen, sondern gestaffelt. Der Tunnel wird im fünften Gang gefahren mit etwa 245, 250 Kilometer pro Stunde. Die Schikane wird aus dem vierten Gang angebremst aus 230 Kilometer pro Stunde. Hier gibt es natürlich auch einen Notausgang. Tabakskurve, wo Niki Lauda im Training den Aufhängungsschaden hatte, gefahren mit 200. Überall am Streckenrand sehen Sie die Kräne für den Fall, dass ein Auto wegen Defekts liegen bleiben sollte, dass man diesen Wagen dann über die Leitplanken heben kann, ohne also die anderen Fahrer zu gefährden. La Rascasse, die Zielkurve. Am Kurvenausgang sehr, sehr holprig. Es gibt da sehr starke Bodenwellen. Die Autos werden immer wieder aus der Balance geworfen. Das werden Sie im Rennen später sehen. Das war Jackie X, der heute ein Comeback in der Formel 1 feiert. Er war sein letztes Formel-1-Rennen hier vor einem Jahr gefahren, ist damals für Claire Regazzoni eingesprungen, weil Regazzoni nach Indianapolis flog. X wurde damals Zehnter. X noch nicht ganz gesund, hat sich im Jänner bei einem Skiunfall in Österreich die Schulter gebrochen und hat noch Beschwerden. Und James Hunt in die Leitplanken gefahren. John Watson führt vor Depailler, Lauda, Reutemann ist Vierter und James Hunt mit dem McLaren in die Leitplanken gefahren. Wir sehen das gleich in der Zeitlupenwiederholung. Hier haben Sie gesehen, James Hunt rechts außen und damit ist der McLaren-Fahrer, der in Monte Carlo noch nie das Ziel erreicht hat, vermutlich ausgeschieden. Watson führt vor Patrick Depailler und Niki Lauda, dann die beiden Lotuswagen von Andretti und Peterson. Sehr dramatischer Beginn also des 36. Grand Prix von Monaco. James Hunt hatte einen ähnlichen Defekt schon in Long Beach. Auch dort ist er gegen die Begrenzung gefahren und hat ein Vorderrad verloren. John Watson hat seinen Fehler vom vorigen Jahr, wo er sich am Start überraschen ließ, also ausgebessert. Der Ire führt vor Depailler und Niki Lauda. Dann Andretti, Scheckter, Jones, Peterson und der trainingsschnellste heute hat den Vorteil der besten Startposition nicht genügt.
nach der ersten Runde erster Watson, zweiter Depailler, dritter Lauda, vierter Andretti, fünfter Scheckter, sechster Jones, siebenter Peterson, achter Villeneuve, neunter ist Tom B. und zehnter Pironi. Dazwischen noch der Franzose Jacques Lafitte. Noch einmal in Zeitlupe den Start. Patrick Depailler ist sofort nach links außen gefahren. Sie sehen hier, wie er richtig nach innen schneidet und wie James Hunt offensichtlich einen Bremsdefekt hat. Und da hier ist Niki Lauda im Kampf gewesen mit Carlos Reutemann. Sieben mittlerweile wieder auf der Strecke und zwar James Hunt. Ganz langsam fährt er diese Runde fertig. Reutemann also noch einmal angefahren, liegt eine Runde hinter John Watson. Carlos Reutemann war an der Box und hat den Schaden also beheben lassen. Ja, und damit hat der Trainingsschnellste bereits eine Runde Rückstand. Bei Ferrari sagt man immer, Monte Carlo, das ist kein Autorennen, das ist ein Roulette, ein Glücksspiel. Meldung aus der Ferrari-Box, Carlos Reutemann hat Reifen gewechselt. Unverändert Watson, Depailler, Lauda, dann Andretti, Scheckter, Jones, Peterson und Villeneuve. Reutemann, Watson, Depailler, Lauda. Von den in der Weltmeisterschaft besser platzierten Piloten ist also augenblicklich nur Patrick Depailler auf der Straße vor Niki Lauda. Führungstrio Watson, Depailler, Lauda. Dann Andretti, Scheckter, Jones. Gefolgt von Peterson und Villeneuve. Neunter ist Tambay, zehnter Pironi, elfter Lafitte, zwölfter X, 13. Patrese, 14. Keegan, 15. Stuck, 16. Jabouille, 17. Fittipaldi, 18. Stommelen und 19. der Trainingsschnellste Carlos Reutemann, ausgeschieden bereits James Hunt. Kollidiert ist, Stuck auf Shadow.
Unverändert in Führung der IRA John Watson. Zum ersten Mal liegt also der neue Prep im Alphabet 46 in Führung. Zum ersten Mal in diesem Jahr führt überhaupt ein Brabham und zum ersten Mal seit dem Grand Prix von Watkins Glen im vergangenen Oktober, wo Hans-Joachim Stuck ungefähr 10 Runden vor James Hunt geführt hat. Hat voriges Jahr Jody Scheckter hier ein sehr beherztes Duell geliefert, hat dann einige Fahrfehler gemacht, hat die Bremsen überbelastet und ist dann mit Getriebeschaden ausgeschieden. Watson, de Paillet, Lauder, vierter Andretti, fünfter Scheckter, sechster Jones. Das sind die Fahrer, die augenblicklich in den Punkterängen liegen. Fünf Runden, ja, offiziell Watson, de Paillet, Lauder, Andretti, Scheckter und Jones. Im Bild Mario Andretti. War voriges Jahr hier Fünfter nach dramatischem Duell mit dem Deutschen Jochen Maas. Es hat damals sogar einige Male Feindberührung gegeben. Ein Wagen wurde vom anderen gegen die Leitplanken gedrückt, aber Andretti hat das Rennen damals durchgestanden und war wie gesagt Fünfter. Bis jetzt Niki Lauda, 1:32 und noch ein paar Hundertstel, die ich aber jetzt bei dem Lärm leider nicht verstanden habe. Also 1:32.75 schnellste Runde in Niki Lauda. 1:32.75. Von Alan Jones, glaube ich, fängt zu rauchen an. Jawohl. Da kündigt sich ein Motorschaden an. Hoffentlich verliert Alan Jones nicht zu viel Öl. Erinnern Sie sich, wir haben schon einmal in Kialami heuer die Situation gehabt, dass ein Fahrer Öl verloren hat. Das war der Engländer Rupert Keegan, der nur zu faul war, um an die Boxen zu fahren. Und auf der Ölspur sind damals mehrere Fahrer ausgeglitten, unter anderem auch Carlos Reutemann. Ja, die Flaggenposten sollten Alan Jones jetzt Zeichen geben und der Australier müsste jetzt beim nächsten Mal unbedingt an die Box. Das ist der Williams-Wagen von Alan Jones, 27. Offenbar hat dieser Schaden auf die Leistung des Autos aber keinen Einfluss. Jones ist nicht langsamer geworden. Fährt sehr hart über die Bordsteine an der Schikane. Lauter Dritter. Andretti vierter, Scheckter fünfter, John sechster, Pettersson siebenter, Villeneuve achter. Alan Jones war der Fahrer, der in Long Beach den führenden Carlos Reutemann angegriffen hat, bis dann seine vorderen Spoiler, die beiden Flipper, abgebrochen sind. Komm, schnellste Runde bis jetzt, Reutemann 1:31.32. 1:31.32, Carlos Reutemann, momentan die schnellste Runde, also schneller als vor ihm, Niki Lauda. Ja, und statt Zweiter ist Alan Jones damit in Long Beach nur Siebenter geworden, ein undankbarer Platz, der Erste, der keine Punkte mehr bringt.
James Hunt hat das Rennen nach einem neuerlichen Boxenstopp wieder aufgenommen und liegt mit 2 Runden Rückstand an 20. und letzter Stelle. Carlos Reutemann ist bereits drittletzter. Er hat den deutschen Stuck überholt. Reutemann also 18. Stuck 19. an 20. Zehnte Runde, Watson, De Fayet und Lauda. Vor Ihnen Carlos Reutemann. Der Rückstand Niki Laudas auf Patrick Le Fayet wird größer. Sein Vorsprung auf die von Andretti angeführte Gruppe aber bleibt gleich. Rot-gelbe Fahnen haben bedeutet Öl auf der Strecke, genau wie ich es vorhin befürchtet habe. Eine unglaubliche Rekordrunde wird von Carlos Reutemann gemeldet. 1 Minute 28 Sekunden und einige Zehntel. Zum Vergleich, seine Trainingsbestzeit war 1:28:34, gefahren mit praktisch leeren oder fast leeren Tanks. Ich glaube nicht unbedingt, dass die 1:28 jetzt im Rennen auch tatsächlich stimmen. John Watson am Casino, Abfahrt zur Mirabeau-Kurve. Links oben im Bild sehen Sie den Iren John Watson. Hat vor 3 Tagen hier Geburtstag gehabt, und zwar seinen 32. Geburtstag. John Watson, einer der schnellsten Fahrer unserer Zeit im vergangenen Jahr, sicher einer der allerbesten. So oft in Führung, 5-mal insgesamt in einem Grand Prix vorne gelegen, hat keinen einzigen gewonnen. Bis jetzt einziger Grand Prix-Sieg in Zeltweg in Österreich 1976, damals mit dem amerikanischen Penske. Hat gestern im Training nach einer Viertelstunde oben am Casinoplatz einen Unfall gehabt, und zwar ist Watson durch Reifenvibrationen im Kurveausgang zu stark hinausgetragen worden gegen die Leitplanken. Geprallt, hat sich hinten an der Radaufhängung einen Schaden gehabt, der erst 10 Minuten vor Trainingsende repariert war, und dann ist Watson noch einmal auf die Piste hinausgegangen und hat Niki Lauda um 1/100 Sekunde besiegt. Lauda stand zu dieser Zeit in der Box, genau wie Carlos Reutemann. Beide Fahrer der Meinung sind, die Piste ist langsamer als am Donnerstag. Die Strecke ist langsamer, die Zeiten wären schlechter. Lauda hat heute zugegeben, ja, ich habe es ein bisschen verschlafen, die 1/100 Sekunde. Wenn ich deswegen das Rennen verliere, dann tät es mich ärgern. Das hat Niki Lauda gesagt. John Watson heuer zweimal ausgefallen, Kühlerschaden in Argentinien und eine Explosion im Heck in Long Beach an zweiter Stelle liegen. Dazwischen ein 8. Platz in Brasilien, trotz Grippe, trotz Boxenstopp und trotz einer Kollision mit Patrese, und ein 3. Platz in Kialami in Südafrika. Das bis jetzt einzige zählbare Ergebnis des neuen Prep im Alphabet D46. Watson, De Fayet, Lauda, Andretti, Scheckter, Jones nach 10 Runden. Keine Veränderungen. Der Rückstand von De Fayet ist 2,5 Sekunden. Der erste Ausfall wird gemeldet. Rupert Keegan, der englische Surtees-Fahrer, der vor 5 Runden mit